Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einer neuen Ausgabe von Pokémon Go. Erstmal vorneweg, falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen kaputt aussehe. Wir haben gerade Samstagmorgen 7.21 Uhr und ich bin aus der Nachtschicht gekommen und habe mir gedacht, komm, entwickel mal deine ganzen Pokémon. Denn ich habe gesehen, dass mein Pokémon-Beutel so langsam sich, dass er langsam voll wird. Und ich habe momentan noch keine Lust, das Ding aufzustocken, weil ich bisher eigentlich immer hinkam damit. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe heute ein paar ziemlich coole Sachen für euch, nämlich ein Arcani werde ich nochmal entwickeln. Das habe ich ja vor kurzem versucht und leider verkackt. Dann habe ich ein Amoroso und nochmal ein Galoppa und noch ein paar andere Sachen. Aber das gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Wir starten erstmal mit dem Glücksei, denn ich werde danach noch meine Entwicklungssession mit den ganzen Halloween-Pokémon, die ich gesammelt habe, machen. Mit Nebulak und Tragosso habe ich jede Menge und ich habe auch Taubsies und Raubsies und was weiß ich nicht alles. Aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Ihr seht schon, ich habe die wieder alle, wie ihr kennt das ja schon, mit den Dingern da sortiert. Ich habe gerade, habe ich jetzt das Ei? Jawohl, habe ich aktiviert, wunderbar. Ich habe hier, wie gesagt, Ammonitas, ein Dicta, nochmal ein Evoli, hat zwar nur 69% IVs, aber macht nichts, hat gute Wettkampfwerte, Wettkampfpunkte, Werte, whatever. Wie gesagt, nach der Nachtschicht und so haben wir gerade. In Vulcano und Muschas, ich werde ein Austausch entwickeln und hoffe auf da ein sehr gutes Teil. Und drei Tragosso, die besten habe ich mir rausgesucht, die ich aber schon vor dem Event komisch, nee, stimmt gar nicht. Eins davon hatte ich vor dem Event, das 390er, das allerbeste hatte ich schon vor dem Event quasi. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen auch dann direkt mal mit dem Tragossos an. Ich werde hier einfach jetzt mal auf Entwickeln klicken und hoffe, dass das gut bei rauskommt. Bessere Attacken bei einem Knogger wären Lehmschelle und Erdbeben. Ja gut, beim Knogger ist es jetzt aber nicht so mega wichtig, die Attacken. Das ist einfach nur, damit ich es habe. Ich habe es aber allerdings auch schon gehabt. Ich habe es während dem Event live gefangen. Lebendig gefangen, das wollte ich sagen. Und hier ist das Knogger. Sieht gar nicht so krass anders aus. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie da, naja, wenn es halt besser ausgesehen hätte. Okay, wir haben Zertrümmerer und Erdbeben. Ja, ist nicht so verkehrt. Ich muss den Namen auch wieder ändern hier. Ne? So, zack, Bums. Ist jetzt nicht so verkehrt. Wie gesagt, Lehmschelle, Erdbeben wäre besser gewesen. Aber so, na gut, kann ich mit leben. Dann haben wir das 91%. Tragosso, na komm schon. Wir machen natürlich erstmal hier den Namen weg, damit sich der Name direkt ändert. Und gehen auf Entwickeln. Ihr seht, die Bonbons, die gehen jetzt ziemlich krass runter. Ich hatte 413 Tragosso-Bonbons. Vor dem Event habe ich zwar auch schon mal erwähnt, aber ich tue es immer gerne wieder. Hatte ich 13 Bonbons und habe nach dem Event hatte ich 413 Tragosso-Bonbons. Total gestört. Wie auch immer. Das nächste Knogger ist fertig. Und wir haben Lehmschelle Knochenkeule. Okay, das ist nicht so geil. Egal. Und das nächste 93er. Ich hoffe jetzt dann da auf ein Knogger mit Lehmschelle und Erdbeben. Komm schon, entwickeln. Schade, dass Knogger auch so wenige Wettkampfpunkte hat. Man kann es natürlich ein bisschen pushen, aber macht, glaube ich, gar nicht so mega viel Sinn irgendwie. Macht ein Geowatz, glaube ich, mehr Sinn. Hat ja auch diese Attacken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kleiner Kerl. Lehmschelle Schaufler. Okay, das ist richtig scheiße. Denn Schaufler ist mit Abstand die schwächste. Das verschicken wir auch, glaube ich. Jawohl, komm, verschickt man direkt das Kackding, damit ich ja bloß nicht durcheinander komme. Okay, dann kann ich hier die erste Seite schließen. Als nächstes hätten wir dann das Austos, das möchte ich entwickeln. Das wird ja, das soll ein ganz guter Dragoran-Killer sein, wenn man da die vernünftigen Attacken hat. Es hat 93% IV, was gar nicht so schlecht ist. Und wir entwickeln es direkt. Es ist ja ein Wasser-Pokémon und könnte somit verschiedene Wasserfähigkeiten, glaube ich, haben. Und aber auch Eisfähigkeiten. Und das Beste wäre Eises-Odem und Blizzard. Mal gucken, wahrscheinlich habe ich voll den Mist jetzt hier. Oh, und das ist genau so ein neuer Pokédex-Eintrag. Das fehlte mir nämlich noch. Habe ich bisher weder gefangen noch irgendwie entwickelt vorher. Und wir haben Eissplitter, Eissturm. Das ist das Schlechteste, was passieren konnte. Ach Gott, ist das beschissen. Haltet euch mal diese Werte vor Augen. Eises Odem oder Eissplitter tut sich nicht viel. 13,9 zu 13,4 DPS. Und Blizzard, Hydropumpe und Eissturm hätte es gegeben. Blizzard 29,1 DPS, Hydropumpe 26,8 und Eissturm 7,4. Das ist fast so scheiße wie das Gyarados.
Es hat doch fast so lange gedauert, diese Bonbons zu bekommen. Sogar länger, wie man ja weiß. Okay, dann als nächstes würde ich sagen, machen wir das Dickdreh. Ich muss gerade mal suchen, wo habe ich es hier? Okay, da ist das Dickdreh. Ich habe einen 93% IV Dick da bekommen, vor kurzem aus einem Ei. Und habe auch mittlerweile 60 Dick da Bonbons. Das heißt, ich könnte es theoretisch dann auch noch pushen. Was ich aber wahrscheinlich nicht tun werde, wird sich bei einem Dickdreh nicht groß lohnen. Denke ich mir mal. Beste Attacken wären beim Dickdreh Lehmschuss und Steinkante. Ist ja auch ein Boden-Pokémon. Und da ist es, das sieht voll witzig aus, finde ich. Müsste auch ein neuer Pokédex-Eintrag sein. Jawohl, es ist einer. Im Pokédex registriert. Und Lehmschelle, Steinkante. Und das ist die beste Attacke. Ist das krass oder was? Aber nur 650 Wettkampfpunkte. Das war schon so ein bisschen arm irgendwie, ne? Na gut, aber wenigstens da die besten die besten Attacken. Dann als nächstes machen wir das Ammonitas zu Amoroso. Hat 89% IVs. Und das, da gibt es auch eine ganz lustige Story zu. Ich glaube, das beim Halloween-Event habe ich es nicht erzählt. Aber ich hatte Glück und habe morgens 2 10-Kilometer-Eier bekommen. Habe sie dann im Laufe der Zeit ausgebrütet. Und ich habe das nicht live aufgenommen, als sie ausgebrütet wurden, sondern habe das so nebenbei irgendwie gemacht und habe bei beiden 10 Kilometern Eiern hintereinander ein Ammonitas bekommen. Verrückt. Okay, ein Ammonitas bzw. ein Amoroso. Bessere Attacken wären Aquaknarre und Hydropumpe. Hat ansonsten dann noch so Bodenattacken und so ein Gedöns, die ja, Steinhagel, Antikkraft, Lehmschuss und es ist glaube ich auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Wieder mal. Aber ich hätte schon gerne Aquaknarre und Hydropumpe, weil das einfach den meisten Schaden irgendwie macht. Boah, was geht mit meinem Pokédex? Es füllt sich langsam, Leute. Und wir haben Aquaknarre und Antikkraft. Wieder mal das Beschissenste, was geht. Abgesehen halt von Aquaknarre. Ach man. Das ist echt blöd. Das geht mir echt auf die Eier, Leute. Dafür weiß ich aber jetzt, dass ich bei den letzten drei Pokémon das Beste rausbekomme. Wir fangen mit dem Evoli an, von den letzten drei von meinen Highlights. Das Evoli, ich hoffe natürlich auf ein... Ach komm schon. Handy, häng dich doch jetzt nicht so blöd auf. Auf ein Aquana wieder mal. Das wird auch vermutlich das letzte Evoli sein, was ich jetzt momentan entwickeln werde. Denn ich habe eigentlich schon gute Aquanas. Besser natürlich noch eins mit Hydropumpe. Aber ich werde dann warten, bis vielleicht dann irgendwann die zweite Generation kommt. Wir haben einen Flamara, das ist auch nice. Bitte Glut und Feuersturm wären die besten Attacken. Wobei da eigentlich Glut und Flammenwurf natürlich das Schlechteste schon wieder. Es ist doch nicht zu fassen. 1700 Wettkampfpunkte. Ich gucke mal gerade hier rein, denn mein anderes Flamara hat nicht viel mehr und hat Glut-Hitzewelle. Ist also auf jeden Fall besser als das andere. Na schade, ich werde es auf jeden Fall trotzdem mal behalten. Na, ärgerlich. Ärgerlich, Mann. So, wieder nach Namen sortieren. Name. Jetzt kommen wir zu den Highlights, nämlich zuerst zu Galoppa. Ich habe wieder mal während dem Halloween-Event hatte ich 2x Ponita im Ei, mit natürlich jede Menge Bonbons und unter anderem ein 96% Ponita. Das ist schon mal richtig geil. Es fehlt ein Wert, der noch da nicht auf 15 ist von den IVs, aber gut. Wäre natürlich cool gewesen, ein 100% Pokémon endlich mal zu haben, aber das ist auch schon okay. Wir entwickeln natürlich Galoppa, da möchte man 2 Feuerattacken haben. Glut und Feuersturm wäre das Beste. Glut und Hitzewelle wäre ich aber auch noch mit zufrieden. Aber komm bitte, Glut und Feuersturm wäre richtig cool. Und danach natürlich das Arcani, das muss einfach mal gute Attacken haben. Okay. Glut, Hitzewelle, jawohl, das geht doch, das ist doch okay. Damit bin ich auch zufrieden. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Kann man später auch dann mal ein bisschen pushen vielleicht, so ein Galoppa. Wobei das, was jetzt kommt, natürlich, wenn das die perfekten Attacken jetzt hat, nämlich Feuerzahn und Feuersturm, dann wird das Ding auf jeden Fall irgendwann gemaxt. Mal sehen, da muss ich dann wahrscheinlich das Viech mal als Buddy nehmen oder so, dass ich da genug Bonbons zusammenbekomme. Wir gucken bitte, Leute, Feuerzahn und Feuersturm. Biss wäre mir auch noch egal. Biss und Feuersturm. Aber Feuerzahn, Feuersturm, 2 Feuerattacken wäre schon optimal eigentlich. Da ist es. Ich habe es ja schon mal entwickelt. Wie gesagt, da hatte ich die schlechtesten Attacken, die es gibt. Und Biss Flammenwurf. Okay. Ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte.
Ich werde mich da mal ein bisschen schlau machen und ein bisschen lesen, weil ich hätte gerne ein Akali, was gut verteidigen kann. Und wenn Biss und Flammenwurf gut ist zum Verteidigen, dann werde ich es doch pushen. Aber ich werde mir das erstmal angucken in Ruhe. Wettkampfpunkte, ihr seht das schon, 1683 und es ist das Level 20. Ich könnte es also noch 6 Level pushen, 5 Level pushen, weil ich ja 25 bin. Da werden einige Wettkampfpunkte zusammenkommen. Ich denke mal, 2000 wird es locker knacken. Ich werde mir das mal in Ruhe angucken und dann entscheiden, was ich tun werde. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich wieder mal viele scheiß Attacken bekommen habe. Aber na gut, so ist das nun mal. Am ärgerlichsten war es halt echt bei dem Gyarados, wo ich dann das Beschissenste bekommen habe, was halt geht. Nun gut, ich werde jetzt noch meine anderen Sachen entwickeln, die ich noch entwickeln kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!